Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So wunderbare Missionen warten hoffentlich auf uns. Wir werden gleich zur ersten reiten, nämlich Richtung Dutch. Ich will nämlich hier in Rhodes meine Waffen wieder verwenden können. Der Arsch hat mir das einfach verboten. Natürlich kriegst du Geld. Und von dem anderen nehmen wir es gleich ab. So. Wie viel Geld brauchst du? Ja, ich habe ja einen Dollar für dich. Hoffe ich zumindest. Hey, it's good to see you again, friend. Ja, ebenso, ebenso. I'm miserable. Because of the leg? Ah, no, I'm used to the leg. I mean, I've been without it a whole lot longer than I was with it. Ja, das ist eine gute Einstellung. Ja, die sind scheiße. Nasty, miserable peasants I gotta share this place with. Ja, gut. Why don't you leave? Ist so ziemlich jeder. Man nennt's auch Nachbarn. They're my nasty, miserable people. I've been hating on them for so long, if I forgot to hate them, I wouldn't know what day it was. Ja. Ja, du wolltest einen Dollar, was quatschst du mich voll? Ach, erst nachdem ich alles kaputt gemacht habe. Danke für den Tipp. Ich hab dir nicht mal Geld gegeben. So. Mensch, da ist schon wieder ein Häufchen Elend auf dem Boden. So, wer will mir Geld? Wer will mir Geld geben? Vorsichtig! Nicht mit der Planke nach mir schlagen. Kann ich gar nicht leiden. So. Wer ist denn im Office? Niemand? Oh, vielleicht im Workshop, wo Särge gemacht werden. Ja, mir geht's auch gut, danke. Muss ich da hoch? Ich glaube, ich bin falsch. Ich glaube, ich springe runter. Und Überraschungs-Arthur. Start picking out a box for yourself if you don't got that money you owe Leopold Strauss. I need more time. Dann mach mal Probeliegen. That casket for you? Or you want another? Wait. I can get it for you. Nicht noch ein Kojote. Well, come with me to the churchyard. And stay close. Ich bin ganz nah. Hey, wer reitet da geschwind? I mean, I'll get you your money, but well, you'll see. What ain't right is borrowing money you can't pay back. Das ist auch richtig. I guess you're correct, but Was aber? It ain't exactly right what we're doing. Das ist in Ordnung. You ain't the first to put his hand in the collection box and you won't be the last. Rest a little easier knowing church has been taking more than they need off poor folks since time began. Ja, das ist allerdings like richtig. I said, well, the morality of the matter is a little more confusing than that. Ja, bin ich mal gespannt. Die erste Kirche von Rhodes. You head on in the church, I'll keep watch. Well, it ain't in there. It's under here. I'm digging up Mrs. Claypole. Jesus! Well, she got a bunch of jewels in there that she don't need. Ja, jetzt zumindest nicht mehr. Na gut, dann würde ich mal die Zeugen vertreiben, was? Oh, damn it! There's a bunch of people here. Oh, I got it. Look, you clear them off, and I'll wait right around here. But don't hurt nobody. We don't want no fuss. Ich probier's mal. Just my auntie. Get out of here, kids. Move. Come on. Weg hier. I knew we shouldn't have been here. You missed your chance, boy. Oh, eine Beziehung kaputt gemacht oder eine im Entstehen. Höflich bitten. Ma'am, would you mind clearing out of here for some maintenance work? Oh, gladly. It's about time this place got cleaned up. Man muss wissen, wie man mit den richtigen Leuten richtig umgeht. Jo, alle vertrieben. Dann wollen wir wirklich mitten am Tag eine Leiche ausgraben. Ach, was soll's, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht, solange es gut bezahlt ist? It's all clear. All right. Now go watch the gate. I'll get to this
It's exhumation. Viel Spaß. Beeil dich. So, dann wollen wir mal die Kirche hier versperren. Und nein, da kommt schon die nächste Dame. Gott hat heute leider schon zugemacht. I'm sorry, ma'am. The church grounds are closed for maintenance work. Well, it's about time too. The place was in need of some care and attention. Ja, das könnt ihr zwei doch machen. Ihr habt doch sonst nichts Besseres zu tun an dem, welcher Tag ist heute eigentlich. Also nicht im Real Life, sondern in Red Dead Redemption. Ach, ich sag einfach Mittwoch. Oh nee, jetzt kommen zwei Typen. Soll ich die verärgern oder höflich bitten? Ich glaub, verärgern. Get the hell out of this churchyard. Are you boys gonna need yourselves a preacher? You hear this fella? I heard him all right. We're gonna lick you, bastard. Nein. Got some nerve on you. Maintenance. Ich hätte mich verärgern sollen. Woher hätte ich wissen sollen, dass Männer so aggressiv sind? So. Shit. Hope this hole's dug. Ja, ja, nachdem ich gelootet habe, schaue ich nach. Bin ja immer noch inkognito hier. So. Beide hatten goldene Gürtelschnallen. Mal ein bisschen Tempo machen. Ich hätte gern so eine mittlere Geschwindigkeit. So, wie läuft's? Hast du aber nicht tief eingegraben. Oh, forgive me, Mrs. Claypole. What you find? Sieht doch noch gut aus. Looks like diamonds. Dankeschön. Well, this will do. Now get out of here before someone sees you. Can't believe it's come to this. Alles gut, alles gut. Alright, well, I'm out of here. Gute Idee. Bet you more than clear what I owe you. Kann ich noch ein Beweisfoto von dir machen, was du hier für Abscheulichkeiten getan hast? Ich kann. So. Auf frischer Tat. Das gebe ich jetzt dem Sheriff für 5 extra Dollar. Kann ein Selfie machen. Ja. Nicht die beste Beleuchtung. Moment. Schnell weg hier. Oh, ich glaube, ich habe nur noch 198 Bilder im Film. Und ich fange an, so Dame zu verschwenden. Dann mach mal vielleicht noch ein richtiges von der schönen Landschaft hier, was immer das auch bringt. Das ist zumindest ein schönes. Komm mal hier, Pferdchen. Komm mal hier. So, da hinten war man, glaub ich, schon. Da soll es auch einen Healer haben. Wie sehen die Dynamitbestände aus? Ist irrelevant, kann ich eh nicht benutzen. Ja, da ist ja meine Prachtkerlin. Ah, das meinte ich mit dem weißen Pferd. Die hat schon wieder so graue Flecken bekommen. Nee, Kamera, weg damit. Einmal bitte striegeln mit B. B für Bürste. So sollte es aussehen. So, sauberes Pferd. Dann jetzt aber auf zu Dutch. Was stehst du da rum? Raiders fought tooth and nail for this territory, and here's you just strolling through. Ja, ja, da ist recht. Didn't think so. Round here's a dozen townsfolk offer to bury you just to keep my hands clean. You the local hard man, huh? You can hightail now. New fair. Come on, then, tough guy. Hab ne Idee. Let's go. Er hat ein Messer. Ich muss zum Sheriff. Irgendwann muss das doch mal funktionieren. Na, du würdest dich wundern. Treten. Tret ihn. Tret ihn. Ach, ich habe keine Tretanimation. Spielen wir Fang.
Hab gewonnen. Niemand hat gesagt, ich darf ihn nicht umreiten. Ja. Das bekommt er. Eigentlich wollte ich den Sheriff auf ihn draufhetzen. Ja, das hat nicht gut geklappt, wie wir gesehen haben. Er hat einfach nach 50 Metern aufgegeben zu sprinten. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich würde dasselbe machen. Bei mir ist es aber Körperform und Kniebelastung geschuldet. Tja. Dutch, was machst du denn hier? Ach, hier ist, glaube ich, der Sheriff drin. Of course, of course. Oh, and here is my dear friend, Arthur Callahan. Ich habe einen Schnurrbart jetzt. Nicht so schön wie du, Sheriff, aber Arthur, ich habe einen. Not been introduced to Mr. Oh, I'm so sorry. Sheriff Gray. How are you doing, sir? I'm fine. Tough business you boys had. We did. Oh, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. And no man owes another anything. No, sir. Doch, ich hab grad paar Schuldner. I feel you were hard done ausgenommen. By losing your employment like that. Ja, but still, tragisch. Here in Rhodes, we have work enough for honest men. Oh, that's some strong stuff. Still. Don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Excuse me a moment. Oh, ein Kaffee und dann ist alles wieder gut. Solange er nicht irgendwas treffen muss. I told you we was moving up in this world. Naja. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies and slavers? Good honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh, Sheriff Gray, you are back. Now listen, sir. There is shine in them woods, though, and it is cost in this county its good name. Nein. And the state a whole lot of income. Oh, das ist schlimm. You boys wouldn't mind rooting it out. Immer doch. Maybe we'll make you permanent. Mir jetzt ein Hilf, Sheriff. I gotta set me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Vielleicht solltest du mal kurz Pause machen zu trinken. Okay, dann nicht. War ja nur ein Vorschlag. You ride with the deputy. Bill and I will follow. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. How are you? Pretty good. Ich weiß, ich kann wunderbar sehen. And your friend is behaving himself? I shot the sheriff. But yes, I did not shoot the deputy. Learned his lesson. Reit mal schneller. Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of Scarlet Meadows Dankeschön, County. Dankeschön. Most towns just get bounty hunters to do their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the law. Ja, da bin ich richtig für. I'm sure I don't need to remind you, there's a chain of command here. There is? Dang straight there is. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Sure. Hey, Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course. Who else would be? You were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. Ah, ist der Finch. We appreciate that. An der Tür. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So, these moonshiners. Not just any moonshiners. Braithwaite's. Nein, die verhasste Familie. Braithwaite's. Pretty sure you did. Old Cotton family had a fortune at one point until, well, a few changes in the labor laws. Now they're keine Sklaven mehr. Ein Glück. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from grace. If they had any grace to start with. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. No time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine ach, mein Finanzbeauftragter. Has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold these families were fighting over. Well, that's the rumor. But the Greys and the Braithwaites think the other stole a fortune from them. But it happened so long ago, I don't know ach, for sure. Ach, ich krall's mir auf jeden Fall unter den Nagel, hoffentlich. Must be tough being rich, huh? So I imagine. Wie lang brauchst du denn noch?
Wäre ich hier Fahrer, wäre man schon längst da. I thought so too. Does it feel good to be back at it, serving your country? I wouldn't go that far. So weit würde ich auch nicht gehen. Whoa! Eine Kutsche. Was ist denn hier passiert? You see that wagon? Das wäre jetzt über sie. Was müssen wir jetzt machen? Kann ich die looten? Wahrscheinlich nicht. Dear me, that don't look good. Oh. Das war wahrscheinlich normaler Auffahrunfall. Keep your eyes open. Nee, gut. Ich würde gleich mal den Abschleppdienst verständigen. Und den Typen der Seher gemacht. Oh. This must have happened recently. Der sieht schon länger tot aus. Hey, come have a look at this. Ja. Look, suit and tie, one bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Hier habe ich getroffen. Yeah, I've run into them. Let's see if we've got any identification. Okay. We should get going. I'll send someone over here later to clean this up. Ja, solange ich nicht machen muss. Mit Aufräumen habe ich nicht so. So. Darf ich fahren? Nicht hinten rein, Arthur. Toll. Was für ein Arsch. So, jetzt steigt man nochmal auf und dann kann ich weitergehen. Na, also. Ja, danke schön. I'll direct you. Okay. Frederick Mitchell, Lemoyne State Legislator. Mein Pferd kommt mit. Okay, let's pick up the pace a bit. Ah, da kommt ich. Yes, this certainly ohne das bringt's nichts. Da sind all meine guten Waffen drauf. Free Staters without an ounce of respect for the law. That's 7 government officials they've murdered this year alone. Yep. Ist das viel? Ist das wenig im Vergleich? Ist auf jeden Fall nicht gut. I know the Braithwaites are in business with them. No shame. Go right at the crossroads. Trash begets trash, my Uncle Reginald used to say. He had a few stories, let me tell you. Town preacher and town sheriff. Bear right again here. To drink a sailor under the table before breakfast. He had one tiny hand, like a child's, on the end of a grown man's arm. But anyway, this tells you what kind of people the Braithwaites are. Selling moonshine to murderers. Nein, I tell folks don't even speak to him. Don't even look him in the eye. I'm sure I wouldn't. Kann ich hier parken? Here we anscheinend. Are. So what was I saying? Something about the Braithwaites, I think. Ja. That word makes me sick. Das glaube ich. Vielleicht ist es auch der viele Alkohol. Wohl, der hat nicht so viel getrunken. So. Einmal Lancaster und einmal was mit Visier. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Kettleman. Ich glaube, der muss auch mal gereinigt werden. So. Sehr gut. Bin nur nicht zufrieden, dass wir irgendwen am Leben lassen müssen. Komm, Arthur, die sind doch so weit vor dir. Angel dich mal. Ja, ziemlich viele Mücken hier. This place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. Sagen die das doch? I went to Paris back in 78. How will you handle this? Well, the way I see... Actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? Ich nehme links. We'll take the left. Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. The cheek of them. A fine idea. Remember what he said.
We need them alive. Yeah. Let's just knock them out and then tie them up. Got it, Deputy Williamson. Muss ich durch den Sumpf kraxeln? Vielleicht geht's hier auch außen rum. Vielleicht sieht er mich ja nicht so unauffällig. Wie kommt der andere schon daher? Hab die falsche Route genommen. Oh, oder damn. Auch nicht. Hey! We got an intruder! Na scheiße. Wir haben Bill gesehen, glaube ich. Nee, ich glaube, ich war's. Ich war's die ganze Zeit, der Scheiße gespielt hat. We'll take the left. Let's stop these filthy degenerate tax dodgers. The cheek of the dann müssen wir wohl gleich in sumpfige Nass. Remember what he said. We need them alive. Let's just knock them out and then tie them up. Got it, Deputy Williamson. See one by the bridge over there? Das ist nass. So unauffällig. So leise. So professionell. Mach du das. This one, Bill. With pleasure. Aber mach schnell. Ein Glück hat er nicht lautstark geschrien. So, einer ist noch da unten irgendwie. Den muss man auch ausschalten. Dutch hat seine Sache auch mal gut gemacht. Wenn nur einer ist, kann ich ihn nicht mehr im Lasso nehmen, wahrscheinlich nicht. B, der dreht sich jetzt um. Ah, scheiße. So schleicht man doch nicht. So viel zu, wir übernehmen links. Arthur regelt. Nein, der gute Fusel. Schon gefesselt. Hab die Hände doch noch gar nicht umschnürt. Ja. Dann einmal ein Powersprint. Dann müssen wir ihn zumindest nicht zu lange tragen. Boah, ist das hier wackelig. Die Brücke hätten sie auch professioneller und breiter bauen können. Sehr gut, sehr gut. I think that's it. Well, what do we do now? We better destroy all this. Oh, das klingt gut. Your boys can handle explosives? Natürlich. Sure. Anyone but him. Oh, so. You're real funny, don't you? Tell me about it. That is the last time I'll mention it, I swear. Yeah. Jo, mit Dynamit kann ich echt gut. Das meiste verschleudere ich ja sowieso. Ach, da hinten an der Brennerei. Und Dynamit. Wird das nicht irre warm jetzt? Löscht es mal lieber. Ah. Aufheben. Glaube, ich muss das nicht an dem Ofen festmachen, sondern einfach nur drücke links. Ah, halte links. Okay. Please tell me you're almost done, Arthur. Du weißt es nicht. Just a second. Da. Ah, jetzt darf ich es anzünden. Weg hier. Weg hier. Ah, sehr schön. Oh. Ich weiß nicht, woher kommt ihr alle? Zappel doch nicht so.
bleibt ruhig und entspannt. Dann passiert es auch schneller. Zumindest sicherer. Wollen doch nicht riskieren, dass sie nur mit dem Streifschuss sterben. Hände hochgesetzt. Ich bin das Gesetz, zumindest heute. Ja, was denkst du, was ich mache? Ja, die sind definitiv out of business demnächst. So, ich glaube, wir pushen mal ein bisschen. Komm in die Pushen. Wo seid ihr? Dill, pass auf. Ich habe nur seinen Hut getroffen. Dill, triff auch mal. So. Wo sind die anderen denn? Ach, scheiße, da kommt ein ganzer Karren von denen. Pferde, haut schnell ab. Pferde sind nicht rechtzeitig abgehauen. Du musst noch looten. Ich mag mein Dynamit. So, und jetzt den letzten können wir vielleicht mit der Volcanic Pistol hier eine Lektion erteilen. Komm raus! Ah, oh, nicht zappeln! Liegt hier viel Loot? Hey! Ja, zuerst. Du schießt auf mich. Doch, ganz viel, aber die sind tot. Ja, sobald wir gelootet haben, natürlich. Ich meine, wie viel hier rumliegt. Wahrscheinlich ganz viele E-Ringe, goldene Gürtelschnallen. Ach, Bill, halt's Maul. Lass mich looten. Das mag ich nicht am Spiel. Die setzen einen so unter Druck. Na, ja, das ist das Einzige. Ich meine, es macht mir Sinn, dass sie Druck machen. Aber ich muss doch an Geld kommen. Wie soll das denn passieren? Gurana rum mal wieder. Ja, zu Dutch zurück. Message ist halbwegs angekommen. Ein Platinring lasse ich mir trotzdem nicht entgehen. Irgendwer wird die ja plündern. Und wenn es der Leichenabholer ist. Ich mach trotzdem mal ein bisschen schnell. Guck mal, wie viel das sind. Da liegen mindestens noch 10 Dollar rum. Also nicht in dem einen, sondern insgesamt. Es kriegt wieder nur eine Bronzemedaille bestimmt, obwohl ich so gut mit dem Dynamit geworfen habe. Aus Versehen noch mehr oder weniger aus Versehen. Zwei Pferde sind mit explodiert. Aber das kommt in die abendliche Lasagne. Dann ist alles in Ordnung. So viel Platin. Ihr habt ja richtig Asche gemacht. Und jetzt werdet ihr zu Asche. Und zu Erde. Bringt euch ja alles nichts mehr, euer Loot. Liegt hier noch irgendwas Besonderes, außer die ganzen Leichen natürlich. Ich würde auch nicht sagen, dass die unbedingt besonders sind, aber Geld ist Geld. Ah, wir sind zumindest mit den Gegenständen mal wieder über der 300er Marke. Sieht besser aus als auf meinem Konto. Gab viele Rechnungen und es ist erst Anfang des Monats. Naja, mal schauen. So, das waren glaube ich alle erstmal. Ja, da standen noch Kekse rum, ansonsten nichts. Gut, Arthur ist bereit. Hat sich verlaufen auf dem Weg zurück, deswegen hat es so lange gedauert. Nicht, weil ich alles gestohlen habe, was nicht nied- und nagelfest war. Bestimmt auch nicht nadelfest. Well done. Dankeschön. Endlich gratuliert mir jemand mal zum Looten. Forgive me, but me and my men must return to our lives. Ah, seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? Well, I normally take it for personal consumption. It's sort of part of the job. But
I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. Sehr gut, sehr gut. My cousin, Webster, he used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no-good, white trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a Finally. Piece of crap. Come on, move it. We have a life on a land so stupid, a backwater so backwards that even we are like geniuses. Nee. Zumindest ist macht Spaß. Get this stuff out of here. Come on. Jo, unser gutes you ride Zeug. With me. Okay. Should I stash this somewhere near Hey, du hast auch ein weißes Pferd. Yes, show it to Hosea. Was hast du denn für ein Pferd? Can find a use for Machen wir ein Wettrennen? Trouble back there, Arthur? Ain't no, there no. always. From what they was yelling, I think they were the buyers. Old Archibald didn't ask too many questions, so neither should we. I ain't planning to. Ein Pelikan. That was worth the effort, though. Deputized and hiding in plain sight. These lawmen. These two families. Sah mir nach Frosch I mean, I really think we can play this from It's got Hosea written all over it. This is starting to sound like the young Dutch. Großfeller Löffler. What do you mean? Rosa Löffler. Achso. I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? Na, klingt gut. Okay, you're on. That's the spirit. Okay, on my word. Set, go! Ich habe diesmal auch ein schnelles Pferd. Den wir mal abziehen. Ansonsten schießt man seinem Pferd ins Bein. Ich will gewinnen. You never were much of a rider. We'll see about that. Weg abgeschnitten. All right, girl. Gut gemacht, Pferdchen. Gut gemacht. Komm schon. Ein Glück haben wir den Araber geholt. Weiß nicht, ob das mit meinem anderen Pferd so gut geklappt hätte. Mensch, das mit dem Zug ist aber auch ganz cool. Ich glaube geskriptet, dass er gerade in dem Moment vorbeifährt, aber trotzdem. Ich habe ja auch das schnellste Pferd. Nicht das intelligenteste. Pferderennen. Solange man nicht drauf wettet, alles in Ordnung. Mensch, was ist das denn hier wieder für eine Wegführung? Ah, mein Gaul hält eigentlich noch gut durch. Und Dutch ist komplett abgeschlagen. Ich glaube, die ganzen Goldklunkerchen, die er um Hals und Finger trägt. Dutch, du bist so weit weg, ich stehe kein Wort mehr. Wir hätten hier auch dramatisch abkürzen können. Ich mach das ja noch Dutch. Eigentlich müssen wir ja nur hier rum. Niemand hat gesagt, dass wir auf den offiziellen Straßen bleiben müssen. Boah, mein Pferd macht bald schlapp. Aber es hat's geschafft. Hat es gleich geschafft. Nicht, dass er zusammenklappt. Alles gut, Pferd. Entschuldigung. Nicht, dass Dutch jetzt gewinnt, weil meine Ausdauer ausgeht. Komm schon, Endspurt. Ui. I never knew you were quite so good at running away. Alles das Pferd, alles das Pferd. So alt sieht er noch nicht aus. Time is a bastard. When you get to be my age, well, you'll know that better than anything. Be well. Du brauchst mehr Falten, Dutch. I was gonna say you're like graues Haar. But you're more than that. Ein Liebespartner? Ich gehe erstmal kalt duschen. Oh, das hast du gut gemacht. Ich nicht mit der Bronzemedaille, das war aber eh klar. Bin einfach scheiße. Ohne Schaden zu nehmen. 10 Kopfschüsse. Mindestens 70% Genauigkeit. Also mit dem Dynamit hat es doch wunderbar geklappt. So, einmal hier striegeln. Ist doch auch mein Pferd, oder? Ja.
Nicht, dass ich das Gaul verwöhne. Take it easy. Ja. Jetzt glänzt du wieder. Und ich glaube, ich muss dir ein bisschen was zu fressen geben. Und wir sind nämlich ordentlich geritten. Haferplättchen weg. Pferd fühlt sich glücklich. Wunderbar. Dann würde ich aber sagen, reicht das schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.